Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Und warum das eine gute Idee ist, das überlasse ich jetzt Ihnen. Tja, vielen Dank. Es ist etwas faul in der westlichen Welt. Die gute Nachricht ist, die meisten Menschen haben das bereits erkannt. Die schlechte Nachricht ist, die Menschen sehen keine Lösung. Und ich möchte mit Ihnen heute über eine Lösung sprechen, weil es gibt immer eine Lösung. Dazu sind wir ja Menschen, um unser Hirn zu benutzen, um Probleme zu lösen. Genauso wie es heute eine Lösung gibt, gab es auch in den 30er Jahren eine Lösung. Und Sie alle wissen, was in den 30er Jahren hier in Europa passiert ist, weil damals eben das, was über dem Atlantik gemacht wurde, und zwar vom amerikanischen Präsidenten Roosevelt, in Europa nicht wiederholt wurde. Weil Roosevelt hat in der Finanz- und Wirtschaftskrise etwas gemacht, was das Problem ohne Diktatur und Krieg gelöst hat. Er hat als erstes, als er Präsident wurde, Bankenferien erklärt. Daraufhin wurden Beamte in die Banken geschickt und sie haben sich die Bücher der Banken angeschaut und mussten dort feststellen, genau wenn man das heute machen würde, dass ein Großteil der sogenannten Wertpapiere oder dessen, was da als Werte gerechnet wird, nur heiße Luft ist. Man hat getrennt zwischen den Geschäften, die etwas mit der Realwirtschaft zu tun hatten. Also wenn Sie zur Bank gehen und dort Ihr Geld anlegen und dieses Geld dann benutzt wird, um einem Mittelständler einen Kredit zu finanzieren, damit er eine Maschine kaufen kann, die die Produktion verbessert, dann ist das Realwirtschaft und dann ist das was Vernünftiges. Wenn aber Ihr Geld in irgendwelchen dubiosen Kanälen verschwindet, wie das heute der Fall ist, in irgendwelchen Hedgefonds oder was es da alles gibt, dann ist das Spielcasino. Und dieses Spielcasino ist praktisch der Krebs für die Realwirtschaft. Und eine vernünftige Politik muss diesen Krebs ausschneiden. Und das System, wie das geht, nennt man Trennbankensystem. Roosevelt hat das gemacht. Man trennt Geschäfts- von Investmentbanking. Man zwingt also Banken, sich zu entscheiden, wollt ihr eine normale Geschäftsbank sein, die also Kreditgeschäfte macht, oder wollt ihr Zocker werden, genannt Investmentbanking. Und diese beiden Seiten werden getrennt. Die Investmentbanken sind wie ein privates Spielcasino. Kein Staat wird die retten, wenn die bankrott gehen. Und das ist sogar gut, wenn die bankrott gehen. Normale Geschäftsbanken, da gibt es eine Einlagensicherung, wo im Grunde die Einlagen der Bürger geschützt sind. Und wie gesagt, die Auflagen sind, dass das Geld, was man dorthin bringt, eben auch in die Realwirtschaft fließt. So funktionierte nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Europa die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Und nachdem England Anfang der 70er Jahre in die EU hereinkam, was de Gaulle mit allen Mitteln verhindert hatte in den 60er Jahren, kam die Spekulation nach Europa. Und seit dieser Zeit ist dieser Krebs der Spekulation immer größer geworden. Und nach dem Ende des Kommunismus ist er im Grunde größenwahnsinnig geworden und dachte, er kann jetzt machen, was er will. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir entscheiden müssen, wird dieses Spiel weiter so gespielt oder kriegen wir noch die Kurve? Und die Kurve haben bereits Staaten gefunden, die als BRICS-Staaten bekannt sind. Im letzten Jahr haben sich diese fünf Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, in Brasilien getroffen und dort eine neue Entwicklungsbank gegründet, deren Kapital nur für Infrastrukturprojekte verwandt wird und nicht für Spekulation. Vor drei Wochen, gab es an UFA das nächste BRICS-Treffen und dort ist diese Bank praktisch in Kraft gesetzt worden und sie soll ab 2016 Kredite für Infrastrukturprojekte in den fünf BRICS-Staaten zur Verfügung stellen. Das Angebot besteht aber auch an andere Staaten, sich an dieser sogenannten neuen Entwicklungsbank zu beteiligen. Zum Beispiel ist von der russischen Seite den Griechen angeboten worden,
dass sie praktisch Teil dieser BRICS-Bank, dieser neuen Entwicklungsbank werden können und damit dann auch die Möglichkeiten haben, Kredite zu bekommen für Infrastrukturprojekte in Griechenland, die dort vor Ort Arbeit schaffen. Das ist im Grunde etwas, was eigentlich da ist. Und Sie müssen sich überlegen, 8. und 9. Juli trifft sich 43% der Menschheit in Ufa, reden über Lösungen und was erscheint in den deutschen Medien? Quasi nichts. Also wenn überhaupt was erschienen ist, dann wurde darüber berichtet, dass sich dort die Freunde von Putin treffen, um gemeinsam etwas auszuhacken gegen den Westen. Am 26. bis 29. Juli, also vor ein paar Tagen, gab es das erste Jugendforum der BRICS-Staaten und der Shanghai Cooperation Organization. Das ist auch eine Organisation, wo China und einige asiatische Staaten Mitglied sind. Gab es das erste Jugendtreffen in Ufa und dort waren Vertreter eben der BRICS-Staaten und der SCO anwesend, aber auch aus anderen Staaten und unter anderem aus Frankreich und Deutschland zwei Vertreter des Schiller-Institutes, die dort gesprochen haben und dort im Grunde informiert haben, was die Probleme in Amerika und hier in Europa sind und wie wir versuchen, diese Probleme zu lösen. Und da sind sie eben alle aufgefordert, mitzuhelfen. Man kann im Grunde heute verhindern, dass wir ein ähnliches Schicksal erleben wie in den 30er Jahren, mit der Folge, dass am Ende Krieg steht, wenn wir im Grunde drei Dinge tun. Das erste, das Trennbankensystem durchsetzen. Und da gibt es eine gute Nachricht aus Amerika. Viele Leute werden das wahrscheinlich nicht wissen, weil nicht nur Putin in den Medien als Bösewicht dargestellt wird, sondern auch Amerika. Und man muss eben wissen, in Amerika gibt es eben Patrioten und Leute, die ihre Verfassung ernst nehmen. Dazu gehört auch der Edward Snowden und andere, die das wirkliche Amerika repräsentieren und eben die Leute, die von der Wall Street korrumpiert worden sind. Und das ist leider heute die Mehrheit der Abgeordneten und vor allen Dingen der amerikanische Präsident. Also es ist eigentlich ganz einfach. Der Mensch ist eben kein Sinneswesen, sondern ein Ideenwesen und Ideen bewegen ihn. Und bisher hat man eben versucht, Ideen zu verbreiten, die den Menschen auf ein Tier reduzieren, was nur seinen Sinnen nachgeht. Sprich, Lust oder Schmerz, dass er davon bestimmt wird. Und dieses Konzept vom Menschen ist ein bestialisches Konzept und das muss man überwinden, weil Sie sehen ja heute, Menschen sehen im anderen Menschen einen Feind und meinen, er nimmt ihnen etwas weg. Wobei, wenn jeder Mensch produktiv arbeitet, er mehr zum Wohlstand der Menschheit beitragen kann. Und das haben ja auch Leute, selbst der Friedrich der Große hat das gewusst, als er die Hugenotten aus Frankreich und aus Holland nach Preußen geholt hat, weil er gesagt hat, das sind Leute, die Wissen haben, die technische Fähigkeiten haben und wenn die hier in Preußen produzieren, erhöht das den Wohlstand der Nation. Und das ist eigentlich das, was wirklich Menschen zu Menschen macht. Wir leisten Arbeit, wir sind nicht nur Konsumenten, sondern wir sind vor allen Dingen Produzenten. Und eine Wirtschaftspolitik, die den Produzenten fördert, ist genau das, was das ursprüngliche amerikanische System war. Das, was wir heute haben mit dem Freihandelsabkommen, das ist das britische System. Das ist, wo man Produzenten gegeneinander ausspielt und sagt, der billigste Anbieter kriegt den Auftrag. Und damit drücken sie die gesamte Welt auf das unterste Niveau runter. Und heute ist das Bangladesch. Und wenn wir alle TTIP zustimmen und das kommen sehen oder kommen lassen, dann ist es nur eine Zeitfrage, bis wir auf diesem untersten Niveau auch hier sind. Das Gegenmodell ist das ursprüngliche amerikanische System, Protektionismus. Der Staat macht sich Gedanken, wie die menschliche Arbeitskraft produktiv im eigenen Land arbeiten kann. Und dazu braucht der Arbeiter eine gute Ausbildung, er braucht gute Sozialsysteme. Der Staat muss Wissenschaft und Forschung fördern und das natürlich dann auch in Technik umsetzen und dafür sorgen, dass die Wertschöpfung im eigenen Land bleibt. Und zwischen den Ländern sollte es vor allen Dingen auf hohem Niveau den Handel mit verarbeiteten Produkten geben und nicht mehr nur diese Rohstoffgeschichte, was heute der Fall ist, wo die Länder, die Rohstoffe haben, quasi nichts bekommen. Nehmen Sie eben diese
Ölstaaten, wo zwar die Scheichs Multimilliardäre sind, aber letztendlich die Bevölkerung auch nicht sehr viel davon hat. Und wir sind ein entwickeltes Land und wir sollten das auch bleiben und wir sollten anderen Ländern helfen, auch auf unser Niveau hochzukommen und nicht umgekehrt uns auf das Niveau der Armen runterdrücken lassen. Also wir haben beide ein Interesse daran, dass wir zusammenarbeiten und dass wir auf hohem Niveau miteinander kooperieren. Und das ist eigentlich die Idee, aufhören, mit Feindbildern rumzulaufen und zu sagen, es gibt nur einen begrenzten Kuchen und wenn der andere mehr kriegt, dann ist für uns weniger da. Werbe ich auch dafür als Individuum, dass wir ein System brauchen, was mit möglichst wenig Regeln im Griff gehalten werden kann. Da müssen wir nicht so viel lernen, wir müssen nicht 37.000 neue Regeln machen und ins Eigentumsrecht eingreifen und bla bla bla, um die Sache in den Griff zu bekommen. Deswegen ist die Trendbankensystem in meinem Geist eine Komponente der Vollgeldreform. Und deswegen habe ich ihn auch persönlich eingeladen. Wir haben uns ja getroffen, kurz mal da hinten. Er ist ein sehr aktiver Mann. Ich glaube, wenn ihr in der Stadt spazieren geht, könnt ihr ihn kennenlernen und könnt euch auch mal in aller Ruhe mit ihm unterhalten. Es ist sehr wichtig, welche Reform wir wählen. Ich meine, ein Schwungeldsystem ist vielleicht auch besser als das, was wir haben. Es ist längst nicht von den Alternativen die beste Lösung. Ich plädiere für ein Vollgeldsystem mit einem Trennbankensystem kombiniert, wo zum Beispiel Schulden nicht übertragen werden können. Man kann zwar Schulden, also das ist, was in Griechenland passiert, ist ungefähr so, wie wenn jemand, also mein Nachbar hat auf Kredit gelebt, der ist zwar dazu verleitet worden, aber er hat auf Kredit gelebt und hat immer zu mir gesagt, Mensch, du bist damit deine Lebensart und so und ich war eher fleißig, habe immer abbezahlt und jetzt kommt der Schuldner zu mir, der Gläubiger zu mir und sagt, du musst jetzt deinen Nachbarn auslösen. Du musst, das ist der Unterschied. Ich kann das ja freiwillig tun, aber du musst deinen Nachbarn jetzt auslösen. Außerdem haben uns die Banken mit Selbstmord gedroht und wir hätten eigentlich sagen sollen, so wie die Isländer, liebe Banker, ihr wart beim Hütchenspieler und sorry, der Hütchenspieler zahlt nicht zurück. Und diese haben zum Beispiel gesagt, bitte, wenn ihr euch euer Geld beim Hütchenspieler verloren habt, dann sucht ihn und versucht es bei ihm wiederzubekommen und nicht beim isländischen Volk. Und genau das ist uns geschehen. Genau diese Schuldengeschichte, diese Übertragbarkeit von Schulden, das ist nämlich, glaube ich, auch ein Teil des Konzeptes. Das ist nämlich der sogenannte Chain of Custody in Amerika. Chain of Custody, das heißt also, man kann Schulden nicht übertragen einfach. Das sind ganz wichtige Themen, die wir alle studieren sollten, damit wir sie unseren Mitmenschen erklären können. Der Film Secret of Oz gibt einen zum Beispiel einen sehr guten Überblick, ein Grundverständnis über das Geldsystem und warum es so falsch ist, dass man Schulden übertragen kann. Und das ist falsche Solidarität, weil wir üben Solidarität mit den Verbrechern. Wenn der Schmerz nicht ankommt, dass ich beim Hütchenspieler, und ich muss wirklich, ist kein Witz, kleine Story von mir, ich habe in Teneriffa gearbeitet viele Jahre und da gab es diese Rumänen mit ihren Pappkartons und mit ihren drei Nussschalen und wenn einer zu mir kam, oh, ich habe gestern mein Geld verloren, 200, sag ich, hat es wehgetan, hoffentlich hat es wehgetan, damit du sowas nie wieder machst. Das ist nämlich der Lerneffekt. Hätten wir den Banken gesagt, geht zum Teufel, dann hätte ein Lerneffekt eingesetzt. Aber wir haben gesagt, wir machen die Banken noch größer, wir konzentrieren sie. Eine Merkel hat sich, glaube ich, sogar zu dem Spruch verleiten lassen, das ist doch sogar gut, wenn die Banken quasi fusionieren und dann immer größere Bankenkonstruktionen entstehen, die dann wirklich so groß sind, dass wir Schwierigkeiten haben, sie pleite gehen zu lassen. Und in Island hat man gesagt, ja, bitte, lass die Bank pleite gehen. Dann machen wir halt eine neue. Genau. Ja, voll, hast recht. Ja, diese Geschichte ist auch etwas, was man den Bayern hier erzählen kann, weil wir haben ja die Geschichte von der Bayern LB und jetzt soll das Ganze ja beendet werden durch so einen Kompromiss zwischen Bayern und Österreich. Aber wenn man dann eben aufaddiert, was das den Steuerzahler bzw. die Leute, die bei den Sparkassen ihr Konto haben, kostet, sind das 5 Milliarden Euro, also den allein dieser eine Spaß uns kostet. Und keiner dieser Banker geht wirklich ins Gefängnis. Und das ist eigentlich das Kriminelle, weil wenn ein Recht sagt, wenn ein großer Krimineller erwischt wird, dann kommt er nicht ins Gefängnis, aber einen kleinen, den können wir reinstecken, dann ist etwas faul im Rechtssystem.
Das ist ja noch, in dem Fall ist, wenn ein großer Krimineller erwischt wird, dann soll der Kleine den Betrug des Großen ausbezahlen. So, ich danke Ihnen, dass Sie da waren und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Komm, ich kenn den Schluss, denn es ist der Frust, der dir im Gesicht geschrieben steht. Plus den Gewicht der Vorstellung und es quält. Es hämmert, es pocht. Wie die Industrie in deinem Kopf. Es hämmert, es pocht. Wie die Industrie in deinem Kopf. Ich werde von der Vorstellung dann getrieben. Mein Glück zu finden in einer Welt voll von Intrigen. Ich ziehe dir, ich stelle mir vor, ich brauch den Rauch. Nimm noch einen Zug und meine Vorstellung rauscht an mir vorbei. Was übrig bleibt, ist Zeitvertreib in der Dunkelheit. Denn es ist schwer an solchen Tagen noch dazu sehen, schon meiner Vorstellung nach, wie sie an mich zu gehen. Sie ist das Licht für mich in dieser dunklen Zeit. Sieht es mir in dunklen Stunden meine Richtung weiß. Das heißt, sei du selbst die Fernung, die du dir wünschst. Für mich wie dunkel, ich unter gegen Windmühlen kämpft. Ich stelle es mir vor mit meiner ganzen Kraft. Aber weiß genau, dass ich es allein niemals schaffe. Es ist ein harter Kampf, aber ich bin viel bereit. Erst wenn die Welt kein gehört, bin ich wirklich befreit. Dankeschön. Es ist jeden Tag das Gleiche. Die Routine bringt dich um, das Spiegelbild gleich deiner Leiche. Das Reden einer Beichte, vielleicht reicht ja leichter Zugfug, Gleichgültigkeit, ey. Es hat die Ketten im Geiste. Der Konsum, den du dir halt so leistest, zieh dich runter wie ein Berg und deiner Leiste. Doch egal, du bist erstmal auf Reise. Doch dann wird es richtig scheiße, weil du begreifst, dass dir die Luft zum Atmen fehlt. Um dich rum wird es furchtbar leise. Und du begreifst in dir von tausend anderen das Gleiche. Lass los, hab keine Angst. Hab keine Angst, lass los. Du kannst nicht länger bleiben, weil du weißt, es ist dein Tanz. Lass los, hab keine Angst. Hab keine Angst, lass los. Lass dich einfach treiben, weil ich weiß, dass du es kannst. Lass los. Lass los. Lass los. Wenn das Gesabbel aus dem Fernseher dich weckt und du so sein willst wie das Model im Prospekt, ist deine wahre Schönheit verdeckt, wahre Schönheit verdeckt. Deine Schönheit verdeckt. Wenn du dich gern hinter den anderen versteckst, an der Beziehung innerlich schon fast verreckst, weil der Job, den du da machst, dir schon so lang nicht mehr schmeckt. Lang nicht mehr schmeckt, schmeiß ihn weg. Weil ich weiß, dass da noch mehr in dir steckt. Mehr als das Glas da am Tresen mit Sekt. Das alles hat doch nur den gleichen Effekt. Hat den gleichen Effekt, den gleichen Effekt. Wenn du denkst, du verhältst dich nicht korrekt, weil deine Art hier und da auch mal aneckt, betrachte einfach mal den anderen Aspekt. Nichts ist perfekt, du bist perfekt. Lass los. Lass los. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Lass los. Lass dich einfach treiben, weil ich weiß, dass du es kannst. Lass los, hab keine Angst. Hab keine Angst, lass los. Lass dich einfach treiben, weil ich weiß, dass du es kannst. Lass los. Lass los.